Heute alles zum stärksten Dämonen direkt nach Musan. Es geht um Upper Moon 1, Kokoshibo. Yo Bros, Milio ist wieder am Start. Wenn ihr die Demon Slayer-Reihe feiert, lasst einfach ein Like für den nächsten Part da. Und dann würde ich auch mal sagen, legen wir auch schön direkt los. Das Leben als Mensch. Kokoshibo wurde in der Sengoku-Zeit als Michikazu Sogekuni geboren. Als er und sein Bruder Yorichi geboren wurden, galten Zwillinge als schlechtes Omen und als ihr Vater sah, dass Yorichi ein seltsames Muttermal auf der Stirn hatte, erklärte er, dass er Yorichi töten würde. Ihre Mutter Akeno Sogekuni war jedoch empört über seine Ankündigung und es wurde vereinbart, dass Yorichi, anstatt getötet zu werden, in den Tempel geschickt und mit 10 Jahren Priester werden würde. Yorichi und Michikazu wuchsen sehr unterschiedlich auf. Yorichi wurde in einen Raum mit 3 Tatamis gesperrt, der vom Rest des Hauses getrennt und von seinem Bruder ferngehalten wurde. Michikazu, der sich hinter dem Rücken seines Vaters herumschlich, um seinen Bruder zu sehen, hatte Mitleid mit Yorichi, der bis zu seinem 7. Lebensjahr für taub gehalten wurde und sich an die Seite seiner Mutter klammerte, wann immer Michikazu sie sah. Irgendwann schenkte er Yorichi eine selbstgebaute Flöte. Als Michikazu ungefähr 7 Jahre alt war, übte er Schwertschwünge, während sein Bruder zusah. In diesem Moment sprach Yorichi zum allerersten Mal und schockierte Michikazu. Yorichis Erklärung seines Ziels, ein Samurai wie sein Bruder zu werden, wurde jedoch abgelehnt, da er mit 10 Jahren in den Tempel geschickt werden würde. Nichtsdestotrotz beobachtete Yorichi weiterhin Michikazus Training und eines Tages bot einer der Männer ihres Vaters an, Yorichi etwas beizubringen. Obwohl er Yorichi nur eine Grundhaltung zeigte, konnte der Junge den Mann mit 4 Schlägen treffen. Dieser Vorfall verwirrte Michikazu, der noch nie zuvor einen Schlag gelandet hatte, und er bat seinen Bruder, ihm sein Geheimnis beizubringen. Zu Michikazus Enttäuschung drückte Yorichi nur seine Abneigung gegen den Kampf aus und erklärte, dass er kein Samurai mehr werden wolle. Einmal erwähnte Yorichi jedoch, dass er, bevor er seine Haltung einnahm, tief einatmete und seine Knochenausrichtung, Muskelkontraktion und Blutfluss untersuchte, was eine frühe Form des Sonnenatmungsstils implizierte, den Yorichi später perfektionieren würde. Dieses Gespräch veranlasste Michikazu zu der Erkenntnis, dass für Yorichi die Körper von Lebewesen transparent waren, was ihn dazu veranlasste, die Beherrschung der Klinge mit neuer Intensität anzustreben. Als Michikazu das Schwert studierte, war er neidisch auf seinen Bruder, der seiner Meinung nach sein natürliches körperliches Talent verschwendete. Er befürchtete auch, dass jetzt, da ihr Vater wahrscheinlich von Yorichis immensem Potenzial wusste, ihre Rollen getauscht werden würden und er derjenige wäre, der an Yorichis Stelle in den Tempel geschickt werden würde. Yorichi erkannte dies ebenfalls. In der Nacht, in der ihre Mutter schließlich ihrer Krankheit erlag, kam er um 3 Uhr morgens in Michikazus Zimmer, um seinem Bruder die Neuigkeiten zu ihrem Tod zu überbringen und sich von Michikazu zu verabschieden, da er vorhatte, zum Tempel aufzubrechen, bevor ihr Vater Yorichi zum neuen Nachfolger der Familie machen konnte. Yorichi dankte seinem Bruder dafür, dass er für ihn da war und hielt liebevoll die Flöte, die Michikazu ihm zuvor gegeben hatte. Michikazu jedoch war irritiert und fragte sich, wie Yorichi eine Flöte schätzen konnte, die nicht einmal die richtige Melodie spielen konnte, und sah zu, wie sein Bruder verschwand. Michikazu sagte dabei noch nicht mal irgendwelche letzten Worte zu ihrem Abschied. Yorichis Worte zuvor waren aber: Ich sehe diese Flöte, die du mir geschenkt hast, so an, als ob du sie wärst. Egal wie weit wir voneinander entfernt sein werden, ich werde nie aufgeben. Ich werde jeden Tag hart arbeiten. Das waren die letzten Worte von Yorichi, bevor er sich auf den Weg machte. Michikazus Eifersucht auf seinen Bruder wuchs nur noch mehr, als er das Tagebuch seiner Mutter nach ihrem Tod las. Das enthüllte, dass Yorichi alles über die Krankheit ihrer Mutter und dass sie daran sterben würde, wusste. Er wusste auch über ihre zunehmende Schwäche ihrer linken Körperseite und entsprechend hatte er sie immer wieder auf der Seite gestützt. Michikazu fand das immer erbärmlich, weil er dachte, dass Yorichi ein Muttersöhnchen sei. Doch wie er nun merkt, war das ganz und gar nicht der Fall. Von da an verachtete Michikazu Yorichi, den er nicht nur als körperlich begabt, sondern auch als Genie anerkannte. Er wünschte sich den Tod seines Bruders und für die nächsten Jahre, als er nichts mehr von ihm hörte, glaubte er sogar, dass es wahr geworden sei und Yorichi tot ist. 10 Jahre später wurde Michikazu Samurai und heiratete eine Frau, die 2 seiner Kinder zur Welt brachte. Eines Nachts griff ein Dämon sein Lager an und ließ ihn als einzigen Überlebenden zurück, wurde jedoch schnell von Yorichi getötet, der zu seiner Rettung kam und sich dafür entschuldigte, dass er zu spät angekommen ist, um seine Untergebenen zu retten. Michikazu sah den Ursprung seines Hasses wieder und war vor Eifersucht zerfressen. Er verließ seine Familie und wurde Demon Slayer, um mit Yorichi zu trainieren. Er sah, wie sein Bruder vergeblich versuchte, den anderen Demon Slayern seine eigene Atemtechnik, die Sonnenatmung, beizubringen.
Doch keiner vermochte es, die Atmung vollständig zu meistern, deshalb veränderte er sie, um sie an ihre eigene Stärke anzupassen und schuf somit die ersten Atemtechniken, die Flammen-, Wasser-, Donner-, Wind- und Steinatmung. Während dieser Zeit trainierte Michikatsu mit einem Windatmungsanwender und feilte gemeinsam mit ihm an seinen Schwertkünsten. Schließlich erweckte Michikatsu einen Demon Slayer mal und entwickelte einen Atemstil, der von der Sonnenatmung abgeleitet ist und als Mondatmung bekannt werden sollte. Trotz dieser Leistung hinterließ es einen bitteren Nachgeschmack, da es immer noch nicht so stark war wie Yorichis eigene Sonnenatmung. Als Demon Slayer war Michikatsu oft sehr stolz auf die Einzigartigkeit ihrer Generation, war aber irritiert über den Optimismus seines Bruders, als er die Tatsache ansprach, dass die beiden Brüder keine Nachfolger für ihre einzigartigen Atemstile, die Sonnenatmung und die Mondatmung, in Aussicht hätten. Yorichi machte aber klar, dass es irgendwann jemanden geben könnte, der sie wahrscheinlich auch übertreffen wird. Das Leben als Dämon. Frustriert darüber, dass er seinen Bruder nicht übertreffen konnte und aus Angst vor dem schicksalhaften Tod derer, die ihr Demon Slayer mal erweckt hatten, wurde Michikatsu von Muzan überredet, ein Dämon zu werden, der dann den Namen Kokoshibo annahm. Da er ein Atemstilnutzer war, brauchte er 3 Tage, um sich vollständig in einen Dämon zu verwandeln. Schließlich wurde er Upper Moon 1 der 12 Dämonenmonde und blieb jahrhundertelang ungeschlagen auf diesem Rang, während sein ursprünglicher Name in der Geschichte verloren ging. Nur kurz nachdem er ein Dämon geworden war, tötete er den Oyakata, der seine Ära der Demon Slayer anführte, und brachte seinen Kopf zu Muzan. Der kleine Sohn des Oyakata wurde danach der Anführer der Hashira. By the way, Oyakata ist der Titel derjenigen, die die Hashira anführen. Ihr kennt ja alle Kagaya Ubuyashiki, den aktuellen Anführer bzw. den aktuellen Oyakata. Wenn ihr Bock habt, dass ich über ihn und seine Krankheit ein Video mache, like dieses Video. Bei 5000 Likes suche ich alle Infos zu dem Typen raus und mache dann einfach dazu ein Video. Kurz nachdem er ein Dämon geworden ist, trifft sein Anführer Muzan auf einen anderen Demon Slayer, Yorichi Tsugikuni, höchstpersönlich. Da Muzan Kokoshibo bereits als Untergebenen hatte, versucht er lässig, seinen Zwilling zu töten. Unfähig, irgendeine Wut oder Aura der Macht in ihm zu spüren, hat er ihn wahrscheinlich unterschätzt. Yorichi konnte dann den Dämonenkönig vollständig überwältigen und tötete ihn fast. Muzan kam knapp mit dem Leben davon und bat Kokoshibo um Hilfe, um die Sonnenatmung auszulöschen. Also, jeder, der diese Technik kennt oder ansatzweise ein wenig beherrschte, wurde ausgelöscht. Als Yorichi aus dem Korps verbannt wurde, konnten Muzan und Kokoshibo alle Schwertkämpfer töten, die den Atemstil teilweise benutzen konnten. 60 Jahre nachdem Kokoshibo ein Dämon geworden war, stand der Yorichi zum letzten Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Yorichi war von der Entscheidung seines Bruders, sich zu verwandeln, am Boden zerstört. Während Kokoshibo angewidert war, als er seinen jüngeren Zwilling jetzt gealtert und hinfällig sah. Und zudem geschockt war, als er erkannte, dass er dem Schicksal aller gekennzeichneten Dämonentöter trotzte, indem er weit älter als 25 Jahre alt geworden ist. Denn eigentlich sterben alle Demon Slayer, die das Mal aktiviert hatten, spätestens mit 25 Jahren. Genau deshalb ist ja Michikatsu zu einem Dämon geworden, damit er halt nicht mit 25 Jahren sterben muss. Aber abgesehen davon war Kokoshibo nicht so wütend, wie er erwartet hätte, als er seinen Bruder sah. Yorichi weinen zu sehen, schockierte Kokoshibo, da es das erste Mal war, dass er in seiner Gegenwart Emotionen zeigte, was ihn extrem verwirrte. Da Yorichi immer noch ein Demon Slayer war und Kokoshibo seine menschliche Vergangenheit endgültig loswerden wollte, wusste er, dass er seinen jüngeren Bruder töten müsste. Trotz seines hohen Alters erschreckte Yorichis Kampfhaltung in einer Vorbereitung auf einen Angriff Kokoshibo so sehr, dass er erkannte, dass seine immensen Fähigkeiten und seine Kraft immer noch präsent waren. Yorichi griff blitzschnell an und Kokoshibo konnte darauf nicht mal wirklich reagieren. Kokoshibo wurde wütend, als er sah, dass die Stärke seines Bruders nicht im geringsten nachgelassen hatte und erwartete somit mit dem nächsten Angriff seinen Untergang. Yorichi hatte aber nie die Gelegenheit, Kokoshibos Kopf vollständig abzutrennen, da er im Stehen an Altersschwäche gestorben ist. In diesem Moment wurde Kokoshibo wirklich wütend, als er sah, dass sein ständig hervorstechender Bruder vor ihm aufgetaucht war, nachdem er alles überwunden hatte und dann an Altersschwäche gestorben war. Er wusste, dass Yorichi damit als ewig ungeschlagen gelten würde, wobei sein Meister Muzan ihm nicht mal ein Haar krümmen konnte. Diese Tatsache, niemals mehr eine Chance auf einen fairen Kampf gegen seinen unbesiegbaren Bruder haben zu können, zerfraß ihn regelrecht von innen. Wütend über das Gefühl der Minderwertigkeit, schnitt er Yorichis toten Körper in 2 Hälfte. Dabei kam die Flöte, die ihm als Kind schenkte, hervor, die bei dem Angriff ebenfalls zerschnitten wurde. Als Kokoshibo dann erkannte, dass er ihn auch nach seiner Verwandlung in einen Dämonen immer noch so sehr schätzte, konnte er nicht anders, als Tränen zu vergießen. Da er die Bindung zu seinem Bruder nicht wirklich lösen konnte, beschloss er, die Flöte für sich zu behalten.
Entertainment District Arc. Kokoshibo wurde zu einem Treffen der oberen Ränge gerufen und traf vor allen anderen ein. Er saß schweigend vor einer Wand und sprach nur, als Nakime seine Anwesenheit bestätigte. Daraufhin enthüllte Kokoshibo, dass Muzan angekommen ist. Muzan enthüllte den Tod von Gyutaro und beschimpfte Kokoshibo und seine Kollegen aus den oberen Rängen, weil sie die Familie Ubuyashiki nicht zerstören konnten und die blaue Spinnenlilie immer noch nicht gefunden haben. Kokoshibo gab zu, dass er zu seiner Verteidigung nichts zu sagen hatte, da sich Kagaya Ubuyashiki geschickt versteckt hält. Nachdem Akaza Adomas Kopf brutal zerstört hatte, schnitt Kokoshibo blitzschnell dessen Hand ab und erklärte, dass er zu weit gegangen sei. Er erklärt Doma, dass er nicht zu seinen Gunsten eingegriffen habe, sondern um die Hierarchie des Systems der oberen Ränge aufrechtzuerhalten. Dann fordert er Akaza auf, einen Blutkampf zu arrangieren, wenn er Domas Position einnehmen wollte, und fragte ihn, ob er verstehe, was ihm gesagt wurde. Akaza erkannte diese Tatsache an, versprach dabei sogar, Kokoshibo zu töten, wobei Kokoshibo ihm dabei viel Glück wünschte. Infinity Castle Arc. Kaigaku erinnert sich an seine Begegnung mit Kokoshibo, als er Zenitsu gegenüberstand. Dabei blitzte ihn Kokoshibo und er ergab sich somit schnell. Aber er beschloss, Kaigaku eine zweite Chance zu geben und bot ihm eine große Menge von Muzans Blut an. Wenn Muzan ihn dann akzeptieren würde, könnte er einen Platz unter den Obermunden einnehmen. Kokoshibo sagte Kaigaku, er soll für sein Geschenk dankbar sein, drohte ihm aber, ihn zu köpfen, sollte er einen einzigen Tropfen Blut verschütten. Nach Akazas Tod wurde Kokoshibo allein gezeigt. Er murmelte vor sich hin, wie Akaza seinen Weg verlassen hatte, weitere Höhen zu erreichen und wie er es nicht geschafft hatte, Kokoshibo zu besiegen, und bedauerte ihn dafür, wie schwach er sei. Gleichzeitig greift er nach seinem Katana und schneidet sofort die umgebende Steinsäule mit einem einzigen Schlag in Stücke. Es kommt dann zum Kampf zwischen ihnen und Moichiro, wobei sich dann noch Genya, Sanemi und Gyomei dazugesellen. Es ist ein wirklich erbitterter Kampf, in der Kokoshibo in die Ecke gedrängt wird. Wütend bei dem Gedanken, besiegt zu werden, lässt Kokoshibo mehrere Klingen aus seinem Körper sprießen und verwundet Moichiro und Genya tödlich und verletzt Sanemi und Gyomei schwer. Trotzdem stürmen die vier unbeirrt weiter. Als Moichiros Klinge rot wird und er Kokoshibos Organe zu sehen scheint, entfesselt Genya eine weitere Blutdämonenkunst und wurzelt einen weiteren Baum in Kokoshibos Rücken, während Gyomei mit seiner Waffe einen Schlag auf Kokoshibos Kopf landet und Sanemi mit seinem Schwert hereinstürmt. Ihre Waffen färben sich alle rot und Kokoshibo, von Gedanken an seinen Bruder heimgesucht, wundert sich darüber, wie die Demon Slayer, die ihnen einst folgten, sich erhoben haben, um sie zu übertreffen. Das Staunen weicht jedoch bald der Wut, als Kokoshibos Kopf abgeschnitten wird und Kokoshibo zum Entsetzen der vier Demon Slayer seinen Kopf wieder nachwachsen lässt. Kokoshibo beginnt zu feiern und rühmt sich, dass jetzt, da er den Tod durch Enthauptung besiegt hat, alle Angriffe auf ihn bedeutungslos sind. Sein Triumph weicht jedoch dem Unglauben, als er sich selbst im Spiegelbild von Sanemis Klinge sieht. Seine neue Form ist monströs, mit Stoßzähnen und Stacheln, die aus dem Kopf, Gesicht und Rücken herausragen. Angewidert von seinem neuen Aussehen, erinnert er sich an seine ursprüngliche Motivation, der stärkste Samurai des Landes zu werden, und fragt sich, ob der Weg, den er eingeschlagen hat, wirklich das ist, was er wollte. Während er über seine Beweggründe nachdenkt, kann Gyomei seinen Kopf mit seiner Waffe zerquetschen und Kokoshibo erneut enthaupten. Der Upper Moon versucht sich zu regenerieren, aber zu seinem Unglauben beginnt sein Fleisch zu zerfallen und er kann seine Blutdämonenkunst nicht mehr verwenden, da Muichiros rote Klinge in seinem Körper steckt. Als er zu Boden fällt und sich auflöst, denkt er bitter darüber nach, dass er eigentlich doch nur wie Yorichi sein wollte. Er wird sich bewusst, dass er sich an niemanden mehr aus seiner Vergangenheit erinnern kann. Er weiß nicht mal, wie seine Frau, seine Kinder oder seine Freunde aussahen, aber das Gesicht von Yorichi kann er einfach nicht vergessen. Er erinnert sich also daran, dass das Einzige, was er vergessen wollte, das ist, an das er sich nur lebhaft erinnern kann: Yorichis Gesicht. Während sein Leben vor ihm aufblitzte, gibt er zu, dass er alles aufgegeben und am Ende nichts erreicht hat. Er tötete sogar einen blutsverwandten Nachfahren von sich, also Moichiro, und verriet sogar seinen Samurai-Kodex. In seinem letzten Augenblick fragte er sich, warum er nichts hinterlassen konnte, warum er niemand Berühmtes werden konnte, warum er und Yorichi so unterschiedlich waren und warum er überhaupt geboren wurde. Sag's mir, Yorichi, waren seine letzten Worte, bevor er vollständig verschwand und nur seine kaputte Flöte zurückließ. Die Flöte, die die beiden Brüder bis zum Ende verbunden hatte. Das war die Geschichte des stärksten zunehmenden Mondes, Kokoshibo. Was interessant dabei zu erwähnen ist, dass Yorichi die Geschehnisse mit seinem Bruder anders schildert als Kokoshibo.
Denn Kokoshibo machte immer wieder deutlich, dass das doch nur eine verdammte Flöte war, die für ihn keine Bedeutung hatte. Man sieht in seinen Erinnerungen, dass er Yoriichi diese Flöte einfach nur überreichte, ohne besonders was dazu gesagt zu haben. Doch in Yoriichis Erzählung erkennt man die rührenden Worte von Kokoshibo und dass alles irgendwie anders war. Yoriichi sagt nämlich, mein Bruder war ein netter Junge. Er sorgte sich stets um mich. Auch am darauffolgenden Tag, nachdem mein Vater ihm sagte, dass er mich vergessen soll. Er fertigte eine Flöte für mich an und übergab sie mir. Puste rein, wenn du Hilfe brauchst und dein großer Bruder eilt, um dich zu retten. Das und deshalb brauchst du dir nie Sorgen zu machen, soll Kokoshibo mit einem verletzten Gesicht gesagt haben, nachdem ihn sein Vater geschlagen hatte. Doch in Kokoshibos Rückblende sieht man ganz klar, dass er sagt, ich habe nicht verstanden, warum er sich so sehr über die Flöte freut. Sie war nutzlos und konnte nicht mal richtige Töne erzeugen. Daran merkt man, dass beide Brüder eine komplett andere Wahrnehmung von ihrer Vergangenheit hatten. In der Erinnerung von Kokoshibo sind nur Hass und Neid übrig geblieben, weil er so zerfressen davon war. Dagegen sind Yoriichis Rückblenden voller positiver Erinnerung und Liebe gegenüber seines Bruders übrig geblieben. Beide haben dasselbe erlebt, erzählen es aber vollkommen anders, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Genau wie Sonne und Mond eben. Doch auch Sonne und Mond teilen sich in bestimmten Momenten dieselbe Perspektive und werden regelrecht eins. Wie bei der totalen Sonnenfinsternis. Das eine, was die zwei Brüder immer verbunden hatte, war die Flöte, die für den einen nur Müll war und für den anderen der wichtigste Schatz in seinem Besitz. Yes, Freunde, das war's mit dem Video. Wundervolle Story hier mal wieder im Demon Slayer-Universum. Danke fürs Zuschauen und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich bin raus, ich melde mich. Tanji Kurama bald doch Hokage, echt jetzt, Million das der Name, weil Itachi die Mentalität wie Naruto, bereit bis ans Ende zu gehen und steh auf Tsunade auf, meisterte alle sechs Pfade, Geister gegangen, Sensei ist tragisch, Schmerzen, wir fliegen davon mit den Raben, ah.